Moser Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt Kingdom Hearts 2. Im letzten Part waren wir in Twilight Town unterwegs. Kairi wurde wieder von Axel entführt. Na gut, wieder. Das erste Mal ist ihm entkommen. Wir haben Sykes getroffen. Und eine Menge Spekulationen habe ich angestellt. Unter anderem die Spekulation, könnte Ventus zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben über den Zeitraum von Birth by Sleep der Prinz der Herzen gewesen sein? Das achte existierende Herz, reingefüllt mit Licht ohne Dunkelheit, so wie die sieben Prinzessinnen der Herzen, von denen eine Kairi ist. Nun, wer es nicht gesehen hat, dem würde ich es empfehlen. Spekulation finde ich persönlich interessant und ich muss sagen, ich habe darüber nie nachgedacht, bis zum letzten Part. Ich habe die Spekulation im letzten Part aufgestellt. Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen aufgeregt deswegen. Aber naja, diese Aufregung wird sich legen, denn jetzt muss ich mich erstmal auf das hier konzentrieren. Das geweihte Land, eine neue Welt. Und endlich enthüllen werde ich, was das für eine Welt ist. Es ist eine Savanne, war mein Tipp. Habt ihr es erraten? Wir waren mal in China und jetzt sind wir definitiv in Afrika. Wobei, könnte das auch Australien sein? Nee, ich glaube Afrika. Das Abbild ist schon in den Wolken. Warum wir nicht mit Simba als Kind anfangen? Schon in Kingdom Hearts 1 haben wir Simba beschworen und er war ausgewachsen. Aber, wer weiß, wie viel Zeit seitdem vergangen ist. Ich weiß es nicht, wurde es im Film erwähnt, aber es hätten gut und gerne 10 Jahre sein können. Dazu gleich mehr. Hey, check us out. This place is kind of creepy, though. Mm-hmm. Ooh. Heartless? Oh, I don't know, Sora. I get the feeling they might live here. But my gosh, trespassing through a river being in trouble. Yeah, that's right. Don't be silly. We'd love you to stick around for lunch. We didn't bring anything to eat. That's not gonna be a problem. Gosh, Sora. I think we're the lunch. Whoa! Going somewhere? Scar's got the worst timing.
Just let him roar. Eh, we better go see what he wants. Sounds like he's grumpy enough already. Fine. I don't know what that was about, but I'm glad it's over. Everything's harder on four legs. Why don't you stop practicing? I found the trick to it. Here, let me show you. Du drehst dich einfach? Ja, wie in Atlantica passen wir uns der Welt an und sind jetzt Löwen. König der Löwen, ganz genau. Diesen Film ist diese Welt nachempfunden. Und das sind unsere Truhen, diese Pötte hier. Ja, sieht afrikanisch aus. Okay, bleiben wir bei Afrika. Gut. Ich sagte ja, wir kannten Simba schon in Kingdom Hearts 1 und er war da schon ausgewachsen. Aber wir kennen ein gewisses Spiel, was 10 Jahre vorher spielt. Und ich weiß nicht, ob im Film erwähnt wurde, wie viele Jahre vergangen sind. 2, 3, 1 Jahr, seitdem Mufasa starb, sein Vater, das, was wir gerade gesehen haben. Aber wenn es 10 oder 11 Jahre gewesen sein könnten, dann hätte man vielleicht Simbas Kindheit in Birth by Sleep einbringen können? Wenn das mit der Zeitrechnung stimmt, dann wäre es eine... Ja, ich schätze mal schon eine verschenkte Chance. Aber vielleicht auch nicht, weil... Einerseits hätte man dann Simbas Kindheit spielen können, aber wie hätte sich die Story aufgelöst, weil... König der Löwen löst sich erst in Soras Erwachsenenalter auf. Das, was wir jetzt spielen. Also... Ja, wahrscheinlich war es deswegen nicht so drin. Aber ich meine, sie hätten es machen können. In Birth by Sleep. Die Möglichkeit hätte bestanden. Finde ich. Are you thinking what I'm thinking? What? What do we do? Stay back. Und die Kampfmelodie. Diese Welt habe ich eigentlich immer ausgelassen und erst nach den Credits gemacht. Auch in meinem anderen Let's Play. Es ist diese Welt das letzte, was ich gemacht habe. Der erste Besuch der Welt. Weiter bin ich nie gekommen. Hier haben wir ein Reaktionskommando. Ich kann auf ihn reiten. Und mit weiterem Dreieck kann ich sie einfach mal einen Gesichtsplatscher machen lassen und sie verlieren ihren Kopf. Ah, warum so kopflos heute? Erinnert mich an einen gewissen anderen Gegner aus einem anderen Kingdom Hearts Spiel. Ja, aber diesmal machen wir sie zeitnah an das Level, wo wir sie machen müssen. Definitely heartless. Thank you. You really saved me. We're just glad you're okay. Did you see any other heartless around here? Heartless? Is that what they're called? I'm not sure if there are any others. I don't usually hunt outside the Pride Lands. Pride Lands? Hey, do you know if a guy named Riku is there? Or some bad guys in black hoods? Or maybe this really big bully named Pete? Oh well, we might as well go take a look anyway. Wait, the Pride Lands are dangerous. Scar and the hyenas have made things unbearable for everyone. There's no food left. They've driven off the prey. We're about to starve. We can handle a little danger. You just saw us beat those heartless, didn't you? I guess you're right. You could be just what the kingdom needs. Maybe you can help us. You mean take on this Scar guy and all those hyenas? Scar? He took over when our last king, Mufasa, died. So you're saying this guy's your king? You want us to take down your king? Wait just a minute. We can't just go around knocking kings off their thrones. Then again, if they see that I'm stronger than their king, maybe they'll ask me to be their next king. Sora? I'd have to refuse, of course. Still, I'd like to see the Pride Lands, so you guys don't mind lending them a paw, do you? Uh-oh, there it goes again.
she's gonna go on ahead and tell the other lionesses. We're supposed to meet her at a place called Pride Rock. Lend them our paws. Wir leihen denen unsere Tatzen. Sora, du bist der Einzige, der eine Tatze hat von euch dreien, also das wird eine Solo-Mission. Naja. Übrigens, unser Schlüsselschwert haben wir jetzt im Maul. Denkt aber nicht, dass wir nicht in den Drive gehen können. Das können wir nämlich. Unsere Drive-Anzeige sehen wir ja noch. Wobei, ich kann gerade nicht in den Drive. Ich glaube, ich muss erstmal noch was erlernen, bevor ich in den Drive gehen kann. Aber das hier ist die Welt, in der ich die Waisenform leveln werde. Ganz genau. Wir sind irre schnell. Es gab noch einen Weg zu beschleunigen, aber das werden wir wahrscheinlich noch lernen. So, ich gucke mich erstmal hier um. Dieser Ort hier ist ein bisschen verwirrender. Mensch, ich muss jetzt nur dauernd aufstoßen. Gibt's doch nicht. Ja, Goofy rollt. Er hat die neue Form des Roffelns entdeckt. Na, alle schon tot? Wow, das ging schnell. Hier sind wir gestartet. Da oben waren wir noch nicht. Das sehe ich an der Truhe. Oder an dem Pott eher gesagt. Natürlich können wir als Löwe immer noch Reaktionskommandos und dergleichen einsetzen. Wir haben es ja schon gesehen bei den großen Teilen. Ich erinnere mich wirklich an ein gewisses Monster, das wir in einem anderen Kingdom Hearts Spiel noch sehen werden. Noch eine Truhe. Mithril-Splitter. Ein Level-Up haben wir damit auch. Kann ich von hier aus abspringen und dann vielleicht schnell genug sein? Oh, dafür müsste ich aber auch richtig abspringen. Und dann den Sticker erwischen. Nein. Nein, nein. Ich muss definitiv noch irgendwie beschleunigen. Gut, hier sind wir durch. Mammutfriedhof. Wir sind auf einem Mammutfriedhof. Nein, Mammut sag ich. Das ist steinzeitlich. Entschuldigung, Elefantenfriedhof. Und das ist die Savanne. Ich will nicht lügen, aber... ja doch, eigentlich ist das größte open-worldige Areal in ganz Kingdom Hearts 2. Ich glaube, es gibt kein größeres Areal. Bin mir ziemlich sicher. Und guck mal, welche Herzlosen wir hier wieder haben, die diese komischen Scheine da lassen. So, die Frage ist, gibt es hier Truhen? Ich weiß es nicht. Wir sehen die Ausgänge, also ich klappe erstmal die Seiten ab und dann wage ich mich ins Innere vor und wir kämpfen noch gegen Herzlose. Ich bin nur froh, dass ich die Karte habe und mich schon orientieren kann wegen der Ausgänge und Eingänge hier. Und Goofy mit seinem Schild. Er ist eine Schildkröte. Oh Mann. Naja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja, Scar zu entthronen und dann Simba zum rechtmäßigen König zu machen, weil im Moment spielt er ja noch seine Prinzenrolle. See what I did there. Aber es ist so, er ist ein Prinz, weil Sohn vom König, wobei eigentlich wird er für tot gehalten. So. Ja, hier ist der Löwenfell. Living so soon? Living so soon? I would love you to stay here. Oh mein Gott. Löwenpons. Nein, nicht Tatzen. Pants incoming. So viele. Ich finde noch die Totenköpfe geil, die ich von meinem Schlüsselschwert hier die ganze Zeit drauf beschwöre. Wenn ich Gegner treffe. Hier, das Schlüsselschwert hat ja beim Aufknall auf einen Gegner. Bei einem Schlag, bei einem Treffer, seine ganz eigenen Sachen, die dann daraus hervorschießen. Okay. Ein großes gar nichts. Ich bin froh, dass es hier keine Truhen gibt, weil das wäre doch ein bisschen fies. In so einem großen Areal könnte man nämlich leicht was übersehen. Open World. Aber Kingdom Hearts ist Open World genug? Naja, nicht wirklich Open World, aber Abschnitt World. Naja, hier ist der Löwenfelsen.
That's him. What? What is it? I told Rafiki you might be able to help us force Scar and the hyenas out of the Pride Lands. But he says it won't work. You see, whoever saves the Pride Lands will be our next king, and he has to have the right qualities. Meaning? Well, I think she means you're not cut out for the job, Sora. I'm sorry you came all this way. Hey, no, it's okay. You better go before Scar finds out you're here. I'm really sorry. Naja, so ganz schnell verschwinde ich noch nicht. Ich glaube, hier sind noch die einen oder anderen Collectibles. Eine Truhe zum Beispiel. Und ein Sticker, den ich nicht erreichen kann. Mein High Jump ist nicht hoch genug. Vor allem nicht als Löwe. Das funktioniert nochmal ein bisschen anders. Eine Karte von Königsfelsen. So ganz schön. Ach ja, ich merke Rafiki nicht, Affe. Wir kennen das Debakel. Ich habe schon oft genug gesagt. Allmählich wissen wir es. Zwecken, ja. Ich kann nicht singen, ja. Wir sollten weg von hier. Na gut. Scar ist auch wahrscheinlich da drin. Wenn er nicht gerade am Elefantenfriedhof umhängt. Und mit Hyänen spricht. Aber Rafikis Höhle, da können wir noch was ein oder andere finden. Es ist außerdem so eine Hub-Welt, wo wir Drive und sowas resetten. Aber ich kann wirklich gerade noch nichts einsetzen. Ich schätze mal, ich schalte das wirklich noch frei. Du siehst das Bild eines Löwen. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, bleibt das einzige Weg nur noch diese dritte Gegend, wo wir nicht gewesen sind. Snack? Nah. We got us a three-course meal. Look at that. Here comes Scar, the king. and Pete. Anders als in Timeless River hat hier ein Design bekommen. More worried about my friends. Sorry! We're surrounded! Go on, ladies. You've got some hunting to do. The herds have moved on, Scar. We can't hunt in a land with no prey. No prey? Then what do you call this? We're not prey. Oh, nice and fresh, too. Well, they're all yours, Scar. Oh. Run! Follow me. Ihre Beute ist weg. Ich erinnere mich noch an die erste Filmszene, wo alle dem neugeborenen Löwenbaby Simba gehuldigt hat. Er wird uns alle fressen später. Ich meine, alles, was sich verbeugt hat, ist das, was sie jetzt Beute nennen. Tut mir leid, dass ich euch damit reingezogen habe. Keine große Sache. Es ist nicht deine Schuld. Sora wäre kein guter König. Na, versuchen musste ich es zumindest, was? Du wolltest also wirklich König werden. Na, ja, ein bisschen vielleicht. Du, Nala, ist da denn sonst niemand, der König werden könnte? Es gab da jemanden, aber er starb, als er noch ein Junge war. Er war der Sohn unseres letzten Königs, Mufasa. Wenn Simba jedoch jetzt nur hier wäre,
Simba? Aber Simba geht es gut. Er hat uns erst vor einem Jahr noch Seite an Seite mit uns gekämpft. Du meinst, Simba ist am Leben? Aber wo ist er? Das weiß ich nicht. Dennoch, Simba lebt. Ich kann es nicht glauben. Bitte, erzählt mir mehr über ihn. Natürlich. Aber zuerst sollten wir uns von Scar entfernen. Wir gehen durch die Gnu-Schlucht. Dorthin wird er uns nicht folgen. Ja, schon seinen Vorteil, dass wir wissen, dass Simba am Leben ist. So konnten wir die Story recht schnell entfalten. Ich meine, wie sonst sollten wir herausfinden, wo Simba ist? Na gut, wir wissen es immer noch nicht. Aber wie sonst sollten wir wissen, dass es einen Simba gibt? Ne? Die Gnu-Schlucht. Der letzte dritte Ort, wie ich es sagte. Wird ein bisschen verzögert. Wir sind alle so schnell unterwegs. Sora spurtet. Goofy ist ein Beyblade. Und Donald ist übel schnell am Fliegen. Hey, why the long face, Simba? You gotta lighten up and live a little. Yeah. What were you thinking about? Let me guess. The past, right? Hakuna Matata! Would you look how he's grown, Pumbaa? Why, when I rescued the little guy, he was only this big. Und dann kam er zu uns. Auf der Reise zu den Welten, weil seine Welt in der Dunkelheit verschwunden ist. Also muss all das hier ebenfalls von der Dunkelheit verschlungen worden sein. Wow. Wow. What's wrong? We're never gonna make it. I guess Rafiki was right. What? Never mind, it's not important. Here, I'll show you how. You can do it. Ich wette, Donald musste es lernen. Ich meine, er fliegt ja nur. Jetzt haben wir Sport gelernt. Mit dem Sport sind wir schnell unterwegs. Sehr schnell. Mein Drive kann ich aber immer noch nicht einsetzen. Ich frage mich, wieso. Es ging hier, das weiß ich. Vielleicht nicht im Laufe der Story, wer weiß. Wow, Donald, das Feuer hat gezogen. Wir sind auch ein bisschen überlevelt. Ich meine, wenn Goofy Level 28 ist, dann bin ich 27 und das ist ein Level über dem Level, was wir haben sollten. Also ist es okay. Eigentlich sind wir nicht wirklich überlevelt dann. What the heck am I saying? Für Twilight Town hatten wir Level 28 nötig. Also dafür waren wir unterlevelt. Kein Wunder, dass uns der Große so Probleme gemacht hatte. Der große Niemand, den meine ich. Der Niemand, der Sykes untersteht. Der Berserker. Modus Niemand. Ihr habt's gesehen im letzten Part. Oder? Ich hatte da wirklich gute Spekulationen. Ihr solltet es euch nochmal angucken, ne? Naja, vielleicht. Ebelitamin. Wir nehmen es auch noch. Aber jetzt erstmal hier. Mein Dickschädel muss ich als nächstes utilisieren. Dass es keine Löwenherzlosen gibt.
gibt hier andere, aber keine Löwenherzlosen. Naja. Luzid. Schwarz, Dunkelheit. Wir gucken erstmal auf mein Item. Truhe, Ebelitamin, 2 Stück, das ist gut. So, Löwenform. Wir haben jetzt all das. Antidisruptor, Erfahrungsboost. Die Luftkombos sind neu, die Kombos sind neu. Den Sport haben wir gerade erlernt. Halte Viereck gedrückt, um dich schneller zu bewegen. Den Vergeltungsschlag. Drücke Viereck, um schnell wieder Kontrolle zu erlangen, nachdem du angegriffen wurdest. Kennen wir doch. Ist bei uns nur Schlitzer. Weil wir... Naja, egal. Drücke am Ende einer Kombo Viereck, und, um den in der Nähe befindlichen Gegner Schaden zuzufügen. Letzter Ausbruch. Ja, ich glaube, das kriegen wir später auch noch so. Außerhalb der Löwenform. Drücke Viereck, um während einer Combo in der Luft Angriffen auf zum Angriff auf deinen Gegner zuzustürmen, den Luftimpuls. Der Combo Aufwärtshaken, drücke Viereck, um einen Gegner während einer Combo in die Luft zu befördern. Den kennen wir. Goofy hat jetzt Dickschädel. Er hat Trotzkopf und Dickschädel zur Auswahl. Aber definitiv zu wenig AP. Er kriegt kaum AP. Für alles, was er hat. Nun gut, Sora, er hat 3 Punkte übrig. Sprint bringt jetzt sowieso nichts. Und er will den Dickschädel irgendwann haben, deswegen brauchen wir sowieso noch einen Punkt. Aber für die Zeit, die wir gerade haben, nehmen wir den Sturmsatz rein. Sprint machen wir ja eh nicht. Und es wirkt sich eh nicht auf die Löwen-Ability aus, aber ich mach's einfach mal rein. Er hat Simba gerochen. Nur zur Übersetzung, Leute. Ich meine, Simba hat sich ins Gras gelegt und dann kam dieser ganze Schwung, den wir jetzt gerade sehen. Er hat ihn eine Mähne gemalt. Er weiß, dass er lebt. Er weiß, dass er erwachsen ist. Weil er ihn gerochen hat. Als Simbas Vater, King Mufasa, starb, wurden wir gesagt, dass Simba mit ihm gestorben ist. Wer hat dir das gesagt? Scar. Es ist Zeit. It must be Simba. Sora, hurry! Wait up. Überlegt euch mal, welche Distanz wir zurückgelegt haben. Wie hat der Herr von uns eingeholt? Jetzt sind wir im Ödland. Affen gegen Physik. Oder was auch immer. Der hat sich wahrscheinlich geteleportet. Das ist wahrscheinlich ein Zauberer wie Merlin. Autsch. Ich will ja gerne das Kommando machen, aber irgendwie lässt er mich nicht. So, das hast du verdient, Mistkerl. Ja, im Prinzip schon. Auch wenn du kein Kerl bist. Mistherzloser hier. Ups. So, das Ödland hier ist eine riesige Strecke, der wir langsliden können. Donalds Magie ist zu über für die ganzen Herzlosen. Die kriegen das nicht hin. Da hinten ist übrigens dieser Dschungelabschnitt, den wir gesehen haben. Es ist mehr eine Oase mit Bergen. Naja, auf jeden Fall, wie wir schon gesehen haben, ist dort Simba und Timon und Pumba sind auch.
Also das Erdmännchen und das Warzenschwein, die wir gesehen haben. Für denjenigen, der keine Kindheit hatte. Nein, Quatsch. Aber doch. Wir sind schon da. Zwei Stück. Lass mich mal aufsteigen, bitte. Okay. Ich kann mich jetzt bewegen, während ich mich heile als Löwe. Möchte ich nur mal sagen. Okay. Bleib Truhe öffnen und dann hierhin. Ja. Der Dschungel ist auch noch ein Level, das wusste ich gar nicht mehr. Ach ja. Und dieser Herzlose ist im Prinzip den, den wir gesehen haben, bloß dass da ein Affen-Schamanen-Herzloser drauf sitzt und ja, ich hasse den. Warum müssen mit Dschungeln immer Affen einhergehen? Ich habe ja nichts gegen Dschungeln. Aber mir wird es richtig schwierig gemacht, möchte ich nur sagen. Ich wusste doch, den kriege ich noch. Okay. Oh, ich wollte eigentlich andere Magie machen. Ich habe mich nur verdrückt. Ich will meinen Drive einsetzen. Wieso geht das nicht? Ich weiß, dass es gehen wird. Später. Wieso also jetzt nicht? Bam, bam, badadam. Ich meine, Limit oder sowas habe ich. Na gut, wie sollte ein Komet und sowas hier jetzt aussehen? Dafür habe ich andere Fähigkeiten bekommen. Als Ersatz, als Ausgleich. Weil mir doch einiges fehlt. It's me, Sora. Donald and Goofy are here too. Sora, Donald, Goofy. What happened to you? Help, Simba! Help! She's gonna eat us! Timon! Pumbaa! Something must have happened in the jungle. I have to go help my friends. Okay, we'll back you up. Timon? Das ist eine merkwürdige Aussprache. Naja, ich habe mich schon gewundert. Nala müsste ja eigentlich vorher angekommen sein, weil sie ist vorausgerannt. Das Cardo-Wunderhöhlen-Phänomen. Oh, meine Po-Seite. Na, hoffentlich wird das so viel rauskommen wie beim letzten Mal. Ich werde dafür ja durch die Hölle wandern. Ne, Belletamin schon wieder. Und die Karte. Darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben hier einen Mokri-Händler, aber das ist nicht alles. Ich kann zwar hier hoch, aber ich muss jetzt schnell sein. Uah, ich rutsche zu schnell rüber. Weil ich den Sticker will. Ich weiß nicht mal, ob ich es von hier erst erreichen kann. Netter Ausblick auch. Die haben sich hier einen schönen Ort gesucht. Nee, ich komme da definitiv nicht ran. Na gut, dann den Mogri-Händler. Mhm. Ich habe mir Belletamin erhalten. Und einen Schutzengel. Und eine Magiesphäre. Wow. Nett. Weil ich so viele Sachen abgeliefert habe. Soldatenohrring. Ich nehme als erstes den. Energieband. Ich nehme mal... Ich habe drei von jedem. Ein Energietropfen. Als Ersatz für die Materialien.
Und damit haben wir den nächsten Muggel-Level. Für die Blitzkaspangen nehme ich dann mal einen Lunasplitter. So, Kreationen haben wir hier. Formelanalyse, keine Items. Synthetisieren, ich kann auch einen Granathing herstellen. Lass ich aber erstmal. So, und dann mal in den Items gucken, was wir jetzt haben. Ich habe jetzt hier noch den Granatring. Der Soldatenohrring gibt mir einen Angriff zusätzlich und hat ansonsten dasselbe. Das ist sehr schön. Dann kann Goofy... Nein, das ist Donald. Goofy hat ja den Magie-Angriff-AP-Ring. Dann kriegt er jetzt 3 AP dazu. Energieband mit Abwehrkraft. Hui. Effekte Blitzgarspanne. Was hat Donald hier? Eisgar. Und den noch mit Abwehrkraft. Was hat Sora? Champion Gurt. Mit Feuer, Eis und Blitzresistenz. Und da die Abwehrkraft 3. Die steigere ich auf 4. Hm. Hat Donald noch eine Aufwertung bei den Ringen? Angriff. Alles nur Angriff. Statt dem Virtuosenring hat er auch nichts. Schade. Können auch einen Granatring machen für ihn. Aber the heck, warum? So, Goofy hat jetzt endlich AP. Und er nimmt den Dickschädel. Den kann er gebrauchen. Was Sora angeht, ich habe jetzt einen AP und ich brauchte einen. Den Sturmsatz hatte ich. Ja. Den nehmen wir ab. Und dann habe ich für Sora nicht den Dickschädel, weil mir immer noch ein Punkt fehlt. Den ich habe. Weil ich doch eine Belitamin wieder habe. 2 sogar. Mensch. So ging meine Rechnung auf. Genau. Gut. Ich habe einen Dickschädel. Yay. Und mein Dickschädel sagt, dieser Part wird beendet. Und da lasse ich mir nicht widersprechen, denn ich bin ab jetzt ein Dickschädel. Dragline ist over now und soweit. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Und kommentieren nicht vergessen.